Servus beieinander und herzlich willkommen zu Bavaria Eternia, echt borisch. Mein Name ist Florian Stollmeier und heute sprechen wir über Ludwig Thoma, den vielleicht bekanntesten Dichter Bayerns. Ludwig Thoma wurde am 21. Januar 1867 in Oberammergau geboren und starb am 26. August 1921 in Tegernsee. Sein Vater Max Thoma war Förster und so verbrachte der junge Thoma die ersten Jahre seines Lebens im Forsthaus Vorderries an der Isar nahe der Tiroler Grenze. Eigentlich wollte Ludwig Thoma wie sein Vater ursprünglich Förster werden und begann ein Studium der Forstwissenschaft, das er jedoch nach dem ersten Jahr abbrach, um Jura zu studieren. Als im Jahre 1894 seine Mutter starb, ließ er sich als Rechtsanwalt in Dachau nieder. Dort lernte er das bayerische Volk bestens kennen, oder wie man im Bayerischen sagen würde, der Thoma hat die Leute aufs Maul geschaut. 1897 zog Thoma nach München, wo er als Publizist und später auch Chefredakteur der satirischen Wochenzeitschrift Simplicismus tätig war. Dort traf er auch den norwegischen Künstler Olav Leonhard Gulbrandsson, mit dem ihm eine lange Freundschaft verband. Gulbrandsson lebte ebenso wie Ludwig Thoma und andere Freunde wie der Schriftsteller Ludwig Ganghofer und der Tenor Leo Slezak am Tegernsee. Slezak war ein österreichisch-mährischer Tenor mit einer riesigen Gestalt von 1,95 Meter und ebenso großer lyrischen Heldentenorstimme, die es ihm erlaubte, so Partien wie den Arnold als Rossinis Wilhelm Tell zu singen, wo man als Tenor die hohen Cs und Cis beherrschen muss. Slezak war auch sehr humoristisch veranlagt, und so meinte er zu dem Sohn eines Tenorkollegen, nachdem der zu Slezak sagte, »Du Onkel Leo, du bist nur ein Tenor. Mein Vater aber ist ein Künstler.« Slezak meinte, »Wenn dein Vater ein hohes C hätte wie ich, so würde er es vorziehen, auch nur ein Tenor zu sein.« Nun wieder zurück zu Ludwig Thoma. Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Wochenzeitschrift Simplicismus gab er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt auf und wurde fester Mitarbeiter und später auch Chefredakteur dieser Zeitung. Thomas Einstellung änderte sich von linksliberal zu nationalistisch, was mit seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg und dessen Folgen zu tun haben könnte. Ludwig Thoma schrieb sicherlich die größten Werke für die bayerische Mundart und Kultur, die je verfasst worden sind. Um hier einige zu nennen. 1905 sind die Lausbubengeschichten entstanden, die an seine Jugenderlebnisse, Schulzeit und die verbrachte Ferienzeit in Brien am Chiemsee erinnern sollten. Die Lausbubengeschichten wurden mit Hansi Kraus in der Titelrolle in den 1960ern erfolgreich verfilmt. 1917 ist die Weihnachtsgeschichte Heilige Nacht entstanden, bei dem Thoma die größte Geschichte aller Zeiten in bester bayerischer Mundart vorträgt. Jeder große bayerische Volksschauspieler hat sie gewiss im Repertoire. 1955 wurde das Theaterstück Erste Klasse vom Bayerischen Rundfunk verfilmt. Einmalig Wastl Witt als bayerischer Abgeordneter Josef Filser und Willi Rose als preußischer Gegenpart. Dieses Stück zeigt auf beste Weise die bayerische und preußische Lebensart. Oder wie Thomas sagen würde, da sieht man's heute wieder preißen. Das vielleicht bekannteste Stück Ludwig Thomas ist jedoch Ein Münchner im Himmel und 1911 entstanden. Thomas zeigt mit der Titelfigur des Alois Hingerl den typischen bayerischen Grantler auf,
der nach einem Schlaganfall im Himmel endet und nicht als Engel arbeiten will. Ein Mann am Morgen nicht, sondern ein Bier. Daher sendet ihm der liebe Gott mit seinen göttlichen Eingebungen nach München zur Regierung, wo er im Hofbräuhaus endet und eine Maß Bier nach der anderen trinkt. Da sitzt der Heid noch. Wegen des Schlusssatzes. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute auf die göttlichen Eingebungen. Wurde Thomas zu einer Geldstrafe verurteilt? Naja, die haben damals auch schon keinen Spaß verstanden, gell? Also ich hoffe, mein Vortrag über Ludwig Thoma hat euch gefallen. Am Schluss hören wir noch einen Adolf Gondrell, der den Münchner im Himmel einmalig interpretiert hat, wie kurz Worte. Servus und für Gott, euer Florian Stollmeier. Alois Hingerl, Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof, erledigte einen Auftrag mit solcher Hast, dass er vom Schlag getroffen zu Boden sank und starb. Zwei Engeln schleppten ihn mit vieler Mühe in den Himmel, wo er vom heiligen Petrus empfangen wurde. Petrus eröffnete ihm zunächst, dass er von nun an auf den Namen Engel Aloysius zu hören habe, überreichte ihm eine Harfe und machte ihn mit der himmlischen Hausordnung bekannt. Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Was ist? Von morgens 8 Uhr bis Mittag 12 Uhr frohlocken. Von Mittag 12 Uhr bis 8 Uhr abends Hosianna singen. Tja. Ja, wann kriegen wir was zu trinken? Sie werden Ihr Manna schon bekommen, sagte Petrus leicht indigniert und ließ ihn stehen. Auwe, das wird schön fad. Mein Lieber, da muss ich aber bin ich eintreten. Frohlocken. Ah, 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 ah. Im Jargon frohlocken müssen die da herab. Die haben gemeint, ich komme in den Himmel. Und während er noch so vor sich hin brummelte, sah er plötzlich einen roten Radler Engel auf sich zukommen. Und sofort erwachte in ihm die alte Wut auf diese vermeintliche Erdenkonkurrenz. Und er schrie den roten Radler Engel an: Ja, seid sie auch da herum. Das Hundsbum ist miserabligen. Mein Lieber, lass dich du bloß nicht bei mir blicken, gell? Sonst fangst du ein paar. Und für alle Fälle versetzte er dem roten Radlerengel ein paar kräftige Hiebe mit dem erarischen Himmelsinstrument. Daraufhin war ihm bedeutend wohler und er setzte sich wie ihm befohlen auf eine Wolke und begann zu frohlocken. Halleluja! 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 Ein völlig vergeistigter Engel schwebte an ihm vorüber. Hallo! Sie! Hallo! Hallo! Haben Sie keinen Schmeizler? Ein Schnupftabak, haben Sie nix? Ein Bries? Geh weiter, fahr eine her. Der Durchgeistigte sah ihn nur völlig entgeistert an, lispelte nur Hosianna und flog von hinnen. Ja. Ja, was ist jetzt das für ein Depp, für ein Dämmischer? Ja, na, hast du halt keinen Schmeizler, ne? Wenn man schon anständig fragt, wird man da anständige Antwort kriegen können. Gescherde, Ruhm, gescherde. Engel, Borniger.
Mein Lieber, da wird das ja Zeigel herum sein. Wo steh ich aus? Und er setzte sich wieder auf seine Wolke und begann erneut zu frohlocken. Allerdings bedeutend zorniger. Halleluja! Luja! Luja, sag ich! Se fix, Halleluja! Er schrie so, dass der liebe Gott nebenan von seinem Mittagsschlaf erwachte und ganz erstaunt fragte: Ja, was ist denn da für ein Lümmel heroben? Er schickte sofort zu Petrus, der kam angerast, und sie hörten zusammen den Engel Aloysius frohlocken. Luja! Sag jetzt Zement, Halleluja! Luja, sag ich! Mein lieber Luja! Petrus raste los und schleppte den Aloysius vor den lieben Gott. Der sah ihn sich lange an. Drauf sprach er: Aha, ein Münchner. Ja, sagen Sie mal, warum plärren Sie denn da heroben so unanständig? Da kam er beim Aloysius aber gerade an den Richtigen. Der war mittendrin in der Wut und legte nun los: Ja, ja, was kann denn Sie? Weil wir da herum im Himmel sind, da müssen die da singen wie ein Zeiserl, was? Was? Und Stringer kriegen die überhaupt nichts. Mein Lieber, ein Mann nach, hat er gesagt, ein Mann nach kriegen die. Mein Lieber, da willst du mir nicht gehen mit deinem Mann nach, gell? Ja, den könnt ihr selber saffen, das sag ich euch. Aber ich trinke keinen Mann nach, dass du auskennst. Und singen tue ich überhaupt nicht, ich hab noch nie gesungen. Da singe ich erst recht nicht. Petrus, sagte der liebe Gott, mit dem können wir hier nichts anfangen. Nun, für den habe ich eine andere Aufgabe. Der soll meine göttlichen Ratschläge der bayerischen Regierung überbringen. Auf diese Weise kommt er jede Woche ein- oder zweimal nach München und dann hat die liebe Seele ihre Ruhe. Als Aloysius das hörte, war er sichtlich froh. Er bekam auch gleich den ersten Auftrag, einen Brief, und flog damit los. Und als er plötzlich Münchner Boden unter den Füßen fühlte, da war es ihm, als sei er im Himmel. Und einer alten Gewohnheit gemäß führte ihn der Weg hin zum Hofbräuhaus. Und er fand seinen Stammplatz wieder, fand den Stammplatz leer und die Kellnerin, die Kathi, kam auf ihn zu und er bestellte sich eine Maß und bestellte sich noch eine Maß und er vergaß seinen Brief und seinen Auftrag und bestellt sich noch eine Maß und noch eine Maß und noch eine und da sitzt der Heid noch. Und so wartet die bayerische Regierung bis heute vergeblich auf die göttlichen Eingebungen.